Ja, moin moin Leute, willkommen zurück zu Terraria. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. So, jetzt buffen wir uns ja einmal wieder hoch hier. Einmal noch hier den Imp dann beschwören. Wir brauchen Titan. So, Titan wie Oli Kahn. Und gehen einfach wieder hier runter. Und diesmal könnten wir hier nach rechts gehen. Ich vergesse halt immer, dass wir eigentlich sowieso schon so einen leichten Linksdrall haben. Ah, der Magier, habt ihr gerade gesehen, der Magier ist im Himmel eingezogen. Gut, da ist immer noch diese goldene Kiste. Ich weiß gar nicht, werden eigentlich, wahrscheinlich ja nicht, oder? Werden Mimics angezeigt? Wenn man, wenn man den Spelunker anhat? Wahrscheinlich nicht. Wäre irgendwie ein bisschen merkwürdig. So, ich gehe wieder nach ganz unten und dann probieren wir hier unser Glück, ob wir irgendwo ein Höhlensystem finden. Oh, da kam irgendwas. Aber meine Diener haben sich drum gekümmert. Also, das Spielchen geht weiter, Grants ist blind und ihr regt euch auf, dass ich nichts erkenne. Aber wenn wir jetzt dann die Titanrüstung haben, ich glaube, dann ist es zumindest für den Moment erstmal gut. Dann haben wir das geschafft. Naja, nee, da geht's nicht so wirklich weiter. Einfach jetzt nochmal so ein schönes Höhlensystem, das wär's. Und ich glaube, so viel Titan brauchen wir ja gar nicht mehr, ne? Ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt noch und wie viel fehlt noch? Hat irgendjemand die Daten im Kopf? Ich nicht. Na, diese blöden Imps, Alter, das sind die nervigsten Viecher ever. Aber die sind ja halt auch schön schnell RIP, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen, dass die Diener nicht sich so denken, so, ja, wir töten mal eben hier jemanden. Wie? Der hat eine Statue in der Hand gehalten. Oh. Ach, scheiße, das ist die Underground Hollow hier. Okay. Da wissen wir ja, wo die auch schon mal ist, Leute. Hier gibt es auch die Kristalle und alles. Okay. Ja, vielleicht habe ich ja hier jetzt ein bisschen mehr Glück. Das gute alte Silber. Guck mal hier, die Kristalle, stimmt, die können wir auf jeden Fall mitnehmen, so für Crystal Bullets und den ganzen Krams. Ab ins Feuer mit euch! Oh. Sag mal, wo schießt du denn gegen, Junge? Boah, guck dir mal. Ah, die Chaos-Leute hier. Woo! Okay. Ich finde ja die neuen Bäume echt cool, ne? Die haben irgendwas, finde ich. So, das ist... Ist das da wieder Titan? Oh Mann, ich traue mich schon gar nicht mehr, diese Frage zu stellen. Wir graben uns da mal hin. Wenn das Titan ist, dann ist das da unten auch Titan. Das ist Titan. Nice. Dann mal her damit. Ah, sehr cool, ey. In der Richtung waren wir jetzt ja schon ein bisschen erfolgreich hier. Guck mal, nochmal 24. Das sind schon wieder 5 neue Barren. Ich glaube, es geht schneller, wenn ich mich hier einfach einmal runtergrabe und dann hier einfach nach links hangel, oder? Und graben. Dankeschön. Da kommt wieder so ein Bogenschütze an. Aber mit den Gegnern haben wir aber jetzt eigentlich nicht so krasse Probleme, oder? Ich finde, die gehen eigentlich relativ gut down. Wow, okay. Puh, war geplant. Alles gut. Ich weiß gar nicht, warum ich mein Inventar offen habe. Bisschen nervig irgendwie. Crystal, okay. Ich meine, eigentlich wäre es ganz geil, wenn wir hier jetzt so ein bisschen bleiben, weil die können ja auch die Souls droppen, ne? Die Souls of Light, glaube ich, sind das hier, ne? Und in der Corruption, beziehungsweise in der Crimson, je nachdem, was man halt hat, gibt es die Souls of Night. Ist das korrekt? Ich glaube ja. Was ist das denn? Ah, Titan, okay. Kleines bisschen Titan. Ah, wir nehmen es auch. Kleinvieh macht auch Mist. Am Ende, wer weiß, vielleicht fehlt dann ja nur noch eins oder so. Oh, was ist das da unten? Titan? Halt, stopp! Jetzt reicht es! Genug mit dem Kart gefahren. Oben war, glaube ich, auch noch Titan. Okay, wir graben uns einmal runter. Also es hat nur 4 Folgen gedauert, bis ich so einigermaßen, obwohl ich glaube, wenn ich mir das jetzt so genauer anschaue, glaube ich nicht mal, dass es Titan ist. Ich glaube, es ist Kobalt. Ich glaube, ich wurde wieder getrollt, ja. Okay.
Aber immerhin positiv, ich hab's sogar erkannt. Hat zwar einen Moment gedauert, aber... Aber ich hab's erkannt. So, dann sammeln wir das hier ein. Das ist nämlich... das ist ein Schwert. Und das ist noch ein Schwert. Geht weg. Oben die Lava, ey. Aber ein cooles Gebiet, wollte ich gerade sagen. Boah, die hat aber gut Schaden reingehauen, ey. Wartet mal, bis ich meine bessere Rüstung anhab. Ups, achso, ich habe noch die Autopause. Nee, habe ich gar nicht. Wieso bleibt das denn? Hä? Da hat jemand ein Jojo gedroppt. Komisch, wieso blieb das denn eben stehen? Weil ich tot war? Lag das daran? So, pass auf, wir wollen erstmal... Das ist die falsche Box übrigens. Die Box wollte ich eigentlich. Wir wollen erstmal die Titanenbarren uns herstellen. Das sind 16. Das reicht, Leute. Ja, was mache ich denn jetzt? Die Maske mit 23. Die macht halt Melee Damage und Critical Strike Chance. Aber ich würde ja eigentlich sagen, aktuell bin ich halt viel mit meinem magischen Zeug da. Mehr Mana ist gut. Mehr magischer Schaden. Und die kritische Chance auf Treffer ist auch nochmal erhöht. Macht halt wieder nur 4 Verteidigung, ne? Ich meine, guck mal, das Ding, 23, das Ding macht mehr Verteidigung, als ich jetzt gerade generell habe. Aber ich bleibe erstmal hierbei, würde ich sagen. Gut, okay. Wie viel Titan habe ich jetzt noch? 9. Lass uns mal eben hier alles so weit reinstecken. Pearlstone Block. Können hier oben bei den Blöcken 2-0 rein. Crystal Shards, das ist... Material und jetzt kommt die Rüstung, ey. Endlich, Leute. So, 22 Rüstung und zack, 35. Na, siehst du wohl, immerhin um 50% gesteigert. Mehr als 50% sogar. Und die kann dann hier rein. Was ist jetzt mein magischer Bonus? Set-Bonus. Attacking generates a defense barrier of Titanium Shards. Oh, okay. Gut. Ja, gut, da weiß ich ja gar nicht. Was machen wir denn jetzt? Jetzt habe ich die Rüstung. Will ich das Schwert auch noch haben, ist die Frage. Ich meine, eigentlich zauber ich ja aktuell jetzt, ne? Boah, 74 Schaden. Wir könnten uns überlegen, ob wir uns die Harfe holen. Ach so, halt nicht. Da muss ich erstmal... Ich habe die Harfe ja noch gar nicht. Mit der Harfe kann man ja dieses eine... Aber ich glaube, da brauche ich Seelen für, ne? Ja, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich habe jetzt eine gute Rüstung. Ich kann erstmal... Der nächste Schritt wäre erstmal, dass ich das Ding hier wieder rauspacke, ehrlich gesagt. Und dafür irgendwas anderes reinpacke. Und wenn es nur einfach dieses Band of... Regener... Warte mal. Ach, das ist der Schadensmesser. Okay. Den kann ich leider nicht so... Ich könnte den theoretisch in der Piggy Bank lassen. Da könnte ich auch nochmal schnell quickstacken. GPS habe ich jetzt hier. So, das macht Immunität gegen den Einfluch. Was wollte ich hier jetzt reinpacken? Den Schlüssel brauche ich eigentlich auch nicht mehr, ne? Den Schlüssel... Wo war der denn jetzt? Hier nicht, ne. Irgendwo hatte ich doch die goldenen Schlüssel reingepackt. Ach so, wahrscheinlich sind die... Habe ich die alle schon aufgebraucht. Da kommt der hier rein, weil Shadow Key brauchen wir halt nicht mehr. Ach, hier oben ist noch das. Packen wir mal wieder was anderes hier oben rein. Das könnten wir auch austauschen, weil die Laserwaffe werden wir wahrscheinlich sowieso nicht mehr nutzen. Und das Zeug kommt hier rein. Okay. Items. Noch irgendwas, was ich mitnehmen möchte. Armor Penetration. Das ist aber nur für... Das ist, glaube ich, sowieso nur für Nahkampfwaffen, ne? Weniger Mana. Das könnten wir mal mitnehmen statt dem hier. So, DPS-Meter. Telecounter. Könnt ja mal so alles ausrüsten, was wir hier von den Sachen haben. Aber ich glaube, das war's schon. Einmal ganz kurz den Guide fragen, was ich für die einzelnen Sachen halt noch so brauche. Ein Radar und den Lebensform-Analyzer. Und hier brauchen wir die Stoppuhr
und den Metalldetektor. Da sind noch einige Sachen. Die kann man eigentlich schon alle Pre-Hard-Mode finden. Aber ja, haben wir uns scheinbar nicht so wirklich drum gekümmert. Ja, wie gesagt, das ist... Wenn wir Master-Mode spielen, dann werde ich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf diese Sachen Acht geben. Gut, ja, Leute, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, die mechanischen Bosse? Da bräuchte ich noch einen besseren Zauber für. Die Frage ist halt, wo ich den Magier nochmal hinpacken könnte. Hier wohnt zwei, aber hier wohnt der Hund. Konnte man nicht... Sekunde mal. Die konnten doch... Genau, der Hund ist ja einfach nur so ein Wegbegleiter. Das heißt, den kann ich da eigentlich hinpacken. Habe ich eigentlich... Ich kann ja wieder eine Quest hier für den Angler machen. Und zwar Spiderfisch. Spiderfisch macht, was immer ein Spiderfisch macht. Okay. So, jetzt ist der Zauberer auch hier. Dann... Ich kaufe mir mal die Harfe kurz. Die ist auch nicht so teuer. Weiß auch gar nicht, was ich mit der Glocke hier machen konnte. 39 Schaden, ne. Ah, 74 ist eine Ansage, ne? Ich nehme mal... Ach, guck mal, der verkauft mir jetzt... Ach, stimmt, weil hier jetzt ja auch das Hallow-Gebiet hergekommen ist. Verkauft er mir jetzt auch den? Interessant. Das ist echt interessant. Aber den brauche ich dann jetzt eigentlich erstmal nicht. Ich will nochmal so ein Buch haben. Und dann geht's wieder nach Hause. Und dann muss ich einmal mit dem Guide sprechen hier. So, was brauche ich hierfür? Für die Harfe, genau. Souls of Sight. Okay, da muss ich auf jeden Fall einen Boss für besiegt haben. So, hier gibt es noch ein paar Zaubersprüche. Zum einen Crystal Storm, die verfluchten Flammen und die Golden Shower. Die können wir, glaube ich, nicht herstellen. Da braucht man, glaube ich, diese Ikor. Genau, das geht nur im... das geht, glaube ich, nur in der Crimson, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Cursed Flames, Souls of Night... Und das hier ist die Crystal Shards und die Souls of Light Crystal Storm. Okay. Gut, das heißt, wir sollten scheinbar in ein Gebiet gehen. Habe ich die Glocke nicht gekauft? Scheinbar nicht. Das heißt, Underground Corruption zum Beispiel. Wo die Underground Hollow ist, wissen wir schon. Aber ich glaube, ich gehe erstmal in die Underground Corruption. Vielleicht reicht es ja sogar... Die müsste dann auf der anderen Seite sein. Was mache ich hier jetzt gerade? Ich würde hier gerne nochmal was reinpacken. Ja, wo packe ich das jetzt hin? Ich packe es mal bei Items rein. Bis zum nächsten Mal habe ich es wahrscheinlich sowieso schon wieder vergessen. Okay, das heißt, Underground... Obwohl, ich wollte auch noch angeln, ne? Warte mal. Wo ist denn hier jetzt... Ist hier noch überhaupt ein See irgendwo? Dort wäre noch ein See. Das Wasser scheint gerade noch zu fallen. Dass ich da nochmal kurz angel, dass ich den Questfisch bekomme. Und eigentlich... Ah, ich wollte eigentlich auch die letzte Folge jetzt hier machen. Deswegen überlege ich auch, ob wir den Ausflug in die Underground Corruption nicht auf die nächste Aufnahmesession verschieben. Ah, hier ist auch ein mega... Nee, doch nicht. Nur so ein kleiner Pupsee. Ist halt die Frage, ob wir die Reise... Ach, guck mal hier, ey. Das ist ja auch noch gar nicht erforscht. Ja, moin. Da ist das Ende. Ob wir die Reise nicht aufs nächste Mal verschieben? Wäre eine Überlegung. Was mache ich dann jetzt? Ich könnte dieses Biom für den Pilztypen bauen. Aber wo soll das hin? Unten drin bist, das ist natürlich kacke, ganz ehrlich. Da unten kann ich nicht so wirklich viel Schaden machen. Ach, guck mal hier, da, das sind diese Crystal-Dinger, die ich jetzt hab. Okay, wir angeln erstmal. Oh, der eine Köder ist scheinbar weg. Der eine Köder ist scheinbar weggegangen. Boah, war knapp. Ich hatte doch eben, oder vorhin... Oder ich hab den in die... Ah, den habe ich wahrscheinlich gequickstacked, oder? Kann das sein? Was anbeißen, bitte. Danke. So, immer erst fragen, wa? Immer erst ein bisschen meckern, damit es passt. So, der eine Diener eskaliert total. Upsala. Eskaliert total. Aber macht halt einfach gar keinen Schaden.
Bombfisch, dankeschön. Schon länger keine Quest mehr gemacht. Dann machen wir die jetzt. Weiß gar nicht, eine neue Angel wäre auch mal was. Weiß aber nicht genau, aus welchem Material man zum Beispiel eine Angel bekommt. Komm, mach den fertig. Oh, ihr wart auch echt schon mal stärker, muss ich ja sagen. Dankeschön. 8 Silber. Aber durch den Gegner, glaube ich, ne? Armored Cavefish, okay. Müssen auch noch mal gucken, aus den ganzen Fischen kann man ja auch noch Sachen herstellen. Generell gibt es ja noch so viele Möglichkeiten, dass man sich Buffs herstellt, mehr Verteidigung und alles mögliche. Habe ich auch noch gar nicht gemacht bisher. Wir haben auch noch gar nicht King Slime besiegt, Leute, fällt mir gerade mal auf. Den müssen wir eigentlich auch noch mal besiegen, ne? Einfach nur fürs Protokoll. Der gehört ja auch noch dazu. Ist das hier zu klein oder was? Wir sind jetzt ja auch im Hard Mode. Ich könnte auch noch mal überlegen, dass ich diese Crate Potions mir reinballer. Und wenn eine erhöhte Chance auf eine Kiste kriegen. Wäre auch eine Überlegung wert. Da können nämlich auch gute Erze drin sein halt. Also die Hard Mode Erze halt eben. Dann spare ich mir so ein bisschen Gefarme vielleicht noch. Das Schwert, wie gesagt, das Titanschwert wäre vielleicht noch was, wo man drüber nachdenken könnte. Oder früher oder später halt, upsala. Früher oder später noch die Pickaxe davon. Oder auch noch mal eine Säge, dass die halt ein bisschen schneller ist, die Säge. Ah, Spiderfisch, okay. Dann ab nach oben mit uns. Und dann geht's schnell hier hin. Hallo. Quest und wir bekommen... Oh, Carrot. Ja, moin. Dann haben wir jetzt auch endlich mal hier... ne, wo ist das? Ach, hier. Ach, das ist sogar ein... Ah, ja, moin. Haha, wir haben Häschen, Leute. Sehr cool. Na, siehst du wohl. Oh, ich bin zu fett. Aber ich glaube, wir können höher springen damit, ne? Oh, ich kann aber nicht mehr... Okay, ich kann meine Rocket Boots nicht mehr nehmen. Stimmt, das wäre auch nochmal was. Flügel, Leute. Das ist auch nochmal was, was wir uns überlegen könnten. Wenn ich schon nicht in den Hard Mode Dingens da in den Untergrund gehen will. Ist der hier übrigens zufällig? Könnte ja sein, weil der hat sich hier vielleicht ausgebreitet. Er müsste ja auf der anderen Seite sein, ne? Das Hollow-Gebiet ist hier. Und ja, vielleicht hat es sich von hier aus sogar ausgebreitet. Es kommt ja immer so V-förmig. Das Hollow-Gebiet geht dann ja scheinbar hier runter. Weil hier unten waren wir ja im Hollow-Gebiet. Okay, ich gehe einmal kurz zurück. Und dann werden wir nochmal hier... Ich weiß nicht, ob ich die richtige Waffe dafür habe, ehrlich gesagt. Ich habe gerade überlegt, ob ich jetzt mir einen Potion nochmal schnappe. Hier, Gravitation. Ich nehme den anderen mal mit. Sicher ist sicher. Und dass wir dann nochmal hier... Oh. Dass wir nochmal zur Leertaste gehen, Kappa. Und gucken, ob wir so einen komischen, ja, Drachen oder wie auch immer man das Ding nennen möchte, finden. Oder ob er uns findet, je nachdem. Da kommt auf jeden Fall irgendein Gegner, eine Harp hier, okay. Wird halt, glaube ich, nur schwer mit dem Treffen. Aber wir haben ja noch unsere Diener, unsere beiden Diener hier, die machen guten Dienst. So, ich darf auch nicht zu weit oben sein, wenn ich angreife. Nicht, dass ich seine Sachen sonst nicht mehr wiederfinde. Sein Loot. Looten und Level. Das muss drin sein in dem Game. Monstertrank hätte ich auch noch mitnehmen können, wenn wir einen haben. Oder eine blaue Dingens. Naja, mal gucken. Vielleicht spawnt ja einer. Vielleicht habe ich ja Glück. Hier, ne? Das ist übrigens hier Space, genau. Und im Deutschen steht da halt Leertaste. Ah, genau dich wollte ich doch. So, dann komm mal mit. Lass mich mal ein bisschen fallen. Ah, da ist er. Okay. Wow. Ah, macht gut Schaden. Und wieder weg. Ah, das Dorf. Das Dorf ist nicht safe vor ihm. Wo ist er hin? Kacke, war ich zu tief? Nee, da ist er. Das verwirrt einen immer ein bisschen, ne? Ihr wisst ja auch nicht, wann ich drücke. Tut mir leid. Manchmal weiß ich selber nicht, wann ich drücke.
viele muss man denn davon killen eigentlich? Droppt einer schon genügend Seelen? Ich glaube nicht, ne? Wie viel hast du noch? Boah, so viel hat er nicht mehr. Die Waffe ist halt kacke dafür, bin ich ganz ehrlich. Die ist halt... Ja, nicht zu weit nach oben. Oh Gott, warte, ich muss wieder ein bisschen runter. Nicht, dass er außerhalb des Bildschirms ist, wenn er stirbt. Ah, da kommt er. Yes, nice. Dankeschön. 5? Okay, mit 5? Nee, nee. Mit 5 komme ich überhaupt nicht weit. Warte mal, wir können mal den Guide fragen. Aber mit 5 komme ich, glaube ich, überhaupt nicht weit, was Flügel angeht. Crafting. Zum Beispiel die ganzen Angel Wings einfach nur. Ah, da brauche ich noch Souls of Light. Aber 20 Stück. Okay. Bei den anderen so. Was ist das denn hier eigentlich? Soul of Light in der Bottle. Achso, okay. Dämonenflügel. Feenflügel, brauche ich Feenstaub für Harpienflügel, braucht man eine große Harpien, aber es sind immer 20, okay. Ja, da muss ich wohl noch den einen oder anderen von den Viechern töten. Ja, so viel hat er mir jetzt aber auch nicht gebracht, ne? Hm. Okay, töten wir noch einen. Was sagt der Tacho? Ja, komm, einen versuchen wir noch. Wir haben auch sowieso nur noch den einen Gravitation Potion, dann geht's einfach hier hoch. Die Waffe ist halt ein bisschen blöde, weil sie halt von der Schwerkraft auch beeinflusst wird. Und die dann einfach halt runterfällt teilweise. Und ich bin ganz ehrlich, ist auch ein bisschen schwer so. Man muss immer dran denken, je nachdem in welche Richtung man gerade fällt, in Anführungsstrichen halt, verhalten sich die Kugeln anders. Da ist noch eine Harpie. Ich meine, die könnte mir natürlich auch so eine dicke Feder droppen, ne? Dann könnten wir die Harpienflügel uns holen. Aber im Prinzip ist es mir eigentlich schon fast egal, welche Federn wir jetzt uns gönnen. Boah, sind hier viele, ey. Viele Harpien. So, komm, nochmal so ein Viechel. Hat ja auch ganz gut geklappt mit dem Gravitation, ne? Von der Zeit her auch. Hat gut geklappt. Schaden hat er auch gut genommen. Als er das eine Mal direkt straight hinter uns her ist. Das war eigentlich ganz geil. Das hat sich echt gelohnt. Bin mir immer so unsicher, wie weit oben man wirklich sein muss. Aber wir sind jetzt ja hier, Space steht da ja auf jeden Fall. Ich glaube, das reicht. Kommt wieder eine Harp hier. Und noch eine. Hallo. Ja gut, wenn die Federn droppen... Ah, da ist er schon wieder. Na moin. Vielleicht geht's ja auch so, wenn ich hier so ein bisschen einfach hier in der Nähe bleibe. Vielleicht passt das ja auch schon. Vielleicht kriegen wir das ja auch so gut hin hier dann. So ein bisschen aufpassen. Upsala, das wollte ich nicht. Eigentlich wollte ich mir einen Heiltrank schlucken. So, Vorsicht auf meine Diener, ne? Die Diener könnten halt auch böse Action hier machen und den irgendwie... Ja, nice. Hallo. Nächsten Souls. Okay, also auf der fliegenden Insel hier zu chillen reicht scheinbar aus. Vielleicht bekommen wir... Wie viele waren das? Wieder 5? Ne, 6 diesmal. Okay, eine mehr. Ja gut, aber der nächste wird nicht auf einmal 9 droppen, gehen wir mal von aus, ne? Das wäre... Wäre auf jeden Fall merkwürdig. So, wo bleibt ihr? Spawnt doch. Hallo? Ist das das Haus? Ne, hier habe ich die Fackel nicht gesetzt. Könnten natürlich auch uns überlegen, ob wir hier so eine Kerze aus dem Dungeon hinstellen. Die sorgt ja dafür, dass ein bisschen mehr Gegner-Spawn ist. Jetzt kommt gerade gar nichts mehr. Hallo? Hallo? Wollen Sie mich nicht angreifen? Scheinbar nicht. Ja, der Dingens-Trank ist jetzt leider auch vorbei. Aber wie gesagt, auf die fliegende Insel raufkommen reicht ja offensichtlich schon. Da kommt nochmal was. Okay, ist zwar nur die Harpie. Aber hey. Ja, ich brauche einen anderen Zauberspruch. Der ist halt... Gegen fliegende Gegner kannst du ihn komplett knicken. Er macht halt echt guten Damage, aber... Müssen wir wahrscheinlich mal gucken, dass wir irgendwie demnächst ein bisschen was Besseres bekommen. Gut, Leute, pass auf. Wir gehen erstmal nach unten, würde ich sagen. Okay, diese Wiefernviecher. Ach, guck mal. Irgendjemand hat hier über der Stadt gekämpft, ey. Wer war das denn? So, wir machen mal eben hier ein paar Quickstacks, dass hier alles so weit weg ist. Das Ding kann noch bei den Angelzeug mit rein. Einen neuen Fisch bekommen.
Die Spelunker Potion packe ich erstmal, glaube ich, wieder hier rein. Die sind nicht mehr ganz so wichtig. Und naja, die Teleport Potions, da könnte man auch nochmal überlegen. Ich packe das mal bei den Erzen mit rein. Ich weiß, es ist kein Erz, aber hey. Da könnte man auch mal überlegen, ob man sich nochmal einfach irgendwo hin teleportiert und einfach mal guckt, was passiert. Nun gut, Leute, ich beende dann die Aufnahmesession für heute hier an dieser Stelle. Schön, dass ihr am Start gewesen seid, ja. War ein bisschen anstrengend, vielleicht, dass ich die Erze ab und an nicht erkannt habe. Aber am Ende des Tages haben wir immerhin unsere Titanrüstung vollständig. Unsere Verteidigung hat sich ein bisschen erhöht. Ich könnte mir auch mal bei dem Goblin übrigens dieses Dingens holen, dass ich die Sachen umschmieden kann. Zum Beispiel, guck mal hier, die haben gar keinen Modifier. Das heißt, da könnte eigentlich noch was drauf. Der Typ ist aber im Untergrund. Machen wir beim nächsten Mal, wenn ich es bis dahin nicht schon wieder vergessen habe. Leute, schön, dass ihr am Start wart. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst ja, was zu tun ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr mögt. Und bis dahin, macht euch einen schönen Tag. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und vielen, vielen Dank natürlich auch für die Unterstützung an die Kanalmitglieder. Ja, danke an Tossi, Melanie und Packard. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!